Yo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute stelle ich euch mal meine drei Lieblings-Texture-Pack-Seiten vor, wo ich so meine Texture-Packs raussuche. Ich hoffe, euch gefällt das Video und wir sehen uns gleich bei Platz Nummer 3. Und da sind wir auch schon bei meinem Platz Nummer 3. Und zwar der guten ressource-packs.de Seite. Wir fangen erstmal mit den guten Sachen an. Und zwar, es ist sehr übersichtlich. Man hat eine Menge Kategorien zum Finden von Texture Packs. Zum Beispiel Mittelalter Texture Packs, Cartoon Texture Packs, Shader Packs. Und man hat eine Menge Versionen, für welche man die Packs alle bekommen kann. Es gibt außerdem noch eine Trendseite, wo man sozusagen die jetzigen Trends sehen kann, wo die 15 besten Packs aufgelistet sind, die im Moment da sind. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Minuspunkten dieser Seite, und zwar die Werbung. Die ist schon ziemlich krass. Ich klicke einfach mal das German Let's Play Pack an. Ja, hier sieht man alles ganz normal, Titel, ein bisschen Schrift, aber jetzt kommt's. Hier sind überall so eine Fake, sag ich mal, Fake-Download-Links, die einem irgendwo hinführen. Also auf die auf keinen Fall raufklicken, sondern immer schön nach unten scrollen. Noch weiter nach unten, bis nach ganz unten. Und dann sieht man hier einen ganz kleinen Link. Und dort muss man raufklicken, um dieses Texture Pack zu bekommen. Das finde ich ziemlich doof an der Seite, weil der ist so versteckt, den findet man ziemlich schlecht. Ja, und für Anfänger nicht hier raufklicken. Bloß nicht auf solche Button raufklicken. Und dann sehen wir uns gleich bei Platz Nummer 2. Und da sind wir auch schon bei Platz Nummer 2, und zwar dem Minecraft6.com Texture Pack Seite. Diese Seite ist genauso wie alle Seiten in diesem Format sehr übersichtlich. Hier kann man einstellen 1.12.2 Texture Packs oder auch 1.9 Texture Packs. Gibt es eine Menge große Auswahl. Natürlich kann man kann hier sogar Mods erwerben. Das ist auch ein Pluspunkt für diese Seite. Aber natürlich gibt es wie immer auf jeder Seite wieder die dumme Pack-Werbung. Zum Beispiel wie dieses Video. Nee. Aber das Gute ist, wenn man jetzt hier zum Beispiel dieses Texture Pack haben will, das Form Architecture Resource Pack für 1.12.2, dann sieht man hier unten, wenn man runter scrollt, muss man ein bisschen warten. Hier sind natürlich wieder Fake-Links, also nicht dort draufklicken, bloß nicht draufklicken. Aber hier sieht man wenigstens ein bisschen deutlicher, dass hier der Download-Link ist. Ja, das war jetzt erstmal der Platz Nummer 2. Den Link packe ich euch wie immer von allen Seiten unten in die Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns bei Platz Nummer 1. So, und da sind wir auch schon bei meinem Platz Nummer 1, und zwar dem ressourcepacks24.de Seite. Ich feiere diese Seite irgendwie so krass, weil ich komme mit der Seite am besten klar. Die ist am strukturiertesten, am übersichtlichsten. Ja, deswegen feiere ich diese Seite. Hier gibt es auch ultra viele Packs. Eine Suchleiste. Ich glaube, hier kann man 13.334 Texture Packs suchen. Also schon eine ganz schöne Menge. Aber natürlich, wie überall, gibt es Werbung, weil die Seiten müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. Ja, deswegen gibt es hier auch noch ein bisschen Werbung. Aber naja, wenn es läuft, naja. Auf jeden Fall gibt es hier auch wieder eine Trendseite und natürlich auch wieder Themenseiten, wo man zum Beispiel hier oben einfach mal BW eingeben kann, und dann sieht man hier alle Packs, die man vielleicht gucken kann, sich angucken schauen kann. Hier sieht man ganz viele vorgeschlagene Packs und so. Aber eine Sache, die ich noch cool finde, ich suche mal einfach mal das Pack hier aus. Hier steht dran 26 Likes und so, wie viele Downloads das Ding schon hat. Und dann kann man einfach mal runter scrollen, dann sieht man genau hier, wo man downloaden muss, wie viel Speicherplatz das kostet. Ja, für welche Version das gemacht ist, was das überhaupt ist. Ist das PvP, Bad Wars? Ist das alles den Creator? Ja, deswegen feiere ich diese Seite. Ich feiere sie einfach. Ich finde sie geil. Und deswegen ist das auch meine Lieblingsseite von allen Seiten. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt auf jeden Fall mal die Links aus zu den Texture Pack Seiten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!